Dennis, wie geht's dir? Alles schön bei dir? Haben wir letztes Mal abgestimmt drüber. Ist schon entschieden, Flu. Vor allem bringt's dir ja auch nicht mehr Punkte. Ja, nee, bringt ja nicht mehr Punkte. Wenn es so wäre, ich sage mal, wenn man so 3 Streams 450 Punkte, 10 Streams 1000 Punkte und so weiter, dass ich ja staffeln würde, ne? Das, denn würde ich sagen, nö, okay, das ist doof. Dann mache ich die Coworking einfach ganz normal weiter bei TikTok nur. Aber du hast ja immer nur die fiese 450 Punkte, die du kriegst. Was ist das denn für ein Schmutz? Boah, bei mir ist auch alles gut soweit. Heute ging zwar alles ein bisschen drunter und drüber, aber gut geht's trotzdem. Kira, was ist denn jetzt eigentlich mit morgen? Hatten wir das Thema hier schon abgehakt oder ist das noch in Klärung? So, haben wir hier draußen das soweit? Nee, hier sind noch irgendwo Flecken. Okay, wir gucken vom Gerüst an. Okay. Ich gucke vom Gerüst an auf den Boden rum. Geht das auf Zeit, dass du das Haus fertig putzen musst? Nein, geht nicht auf Zeit, Rikon. Geht alles so. Huch, sorry. Alles gut, ich habe das auch. Immer nachdem ich gestreamt habe, habe ich das. Nee, das kannst du ganz entspannt machen. Sehr gut, ich muss leider los. Schreib mir morgen früh gerne mal. Jawohl, Dennis. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deinen Raid nochmal. Und dir einen schönen Abend noch. Und hallo, Apu. Und Kira sagt, ist ab. Ist geklärt, echt? Ja, geil. Ja, cool. Dann bringe ich dir alles vorbei. Und dann läuft das. Wo ist denn jetzt hier noch der Schmutz? Ist das hier? Nee, das ist doch kein Schmutz. Wie heißt das Spiel? House Flipper 2. Wir haben uns auch dagegen entschieden. Du hast dich dagegen entschieden, nicht wir. Du. Gerne und Rikon bleibt brav. Also ist er anscheinend wohl nicht immer brav. Hey, hier sind noch 5 Flecken. Aber zumindest nicht hier. Seht ihr da? Ne, das sind schon wieder neue Flecken. Gut. Abreißen. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen, das Spiel. Macht schon wirklich sehr viel Bock. Gleich von selbst. Mit den Flecken. So, verkaufen. Ich meinte die Flecken wahrscheinlich noch, ne? Ja, ja, die meinte er. Okay, abreißen hier noch.
Verkaufen, Tür, Fenster. Guck mal rum. Tür, das, Fenster und Gerüst. Ey, ey, Kira, guck mal hier. Weiß ich, siehst du es? Ich sieht es. Guck mal. Baum. Ich finde das so schön, dass du da wirklich hüpfen kannst, ne? Ich finde das so toll. Aber ich will... Okay. Ich finde das so klasse. Sieht auf jeden Fall lustig aus und mit dem Verkauften kann man dann selber bauen. Oder wofür braucht man das Geld dann? Du musst doch hier zum Beispiel auf den Reiter E-Mail... Nee. Laden. Ah, okay, das ist gerade, weil wir hier gerade den Auftrag machen. Du kannst auf der Map Aufträge machen. Und dann kannst du hier auch auf den Einkaufswagen kannst du Häuser kaufen. Du kaufst die Häuser und kannst sie nach deinen Wünschen oder nach deinen Vorstellungen umbauen und wieder verkaufen. Oder du behältst sie. Kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst auch von Grund auf irgendwie neu bauen. Es gibt eine Errungenschaft für Grund auf neu bauen. Ja. Gibt's auch. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, jetzt? Was ist da schon wieder los, Kira? Hat sie bestimmt gerade nicht gesehen, mein Bouncer. Naja. Fenster. Ah, die Nachricht ging nicht raus. So, und das Gerüst noch. Dann Oberfläche bearbeiten. Ja, gut. Doch, habe ich gesehen. Sehr gut. Ich will auch bouncen. Okay. Als nächstes eine Tür. Als nächstes Fenster. Ja, macht Sinn so. Okay, haben wir das auch fertig hier? Ich kann noch hier den Stil kopieren. Ja, passt doch viel besser. So. Was meinst du denn, Rikon? Was für eine tolle Idee. So, dann gehen wir eine Etage höher. Und ich glaube, dafür müssen wir wirklich das Trampolin nutzen, ne? Aber muss hier nicht noch ein Zaun hin? Ja gut. Dass ihr so eine Wishlist habt mit Strampler-Sachen und so. Ach so, das. Ach so, weil. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, man freut sich genauso dolle, wie wenn das Kind was kriegt. Also, wenn ich jetzt was bekomme. Und gab mittlerweile schon echt so viel und ja, doch waren immer tolle Sachen bei. Es war mal eine Sache dabei, damit konnte mein Sohn dann letztendlich nichts anfangen. Aber ansonsten immer. Ja, mittlerweile sind halt auch viel Klamotten drin, ne, weil jetzt so viel Spielsachen. Ey, Bettel! Grüß dich! Flo, der Baumeister. Ey, Bob hast du vergessen. Okay, wir müssen einen höher springen. Hier müssen wir. Also hätte ich das Gerüst behalten, dann hätten wir. Naja. Was weiß ich schon. So ein Bretter. Wäre alles schön bei dir.
Oha, fährt gleich die Fenster kaputt. Rikon, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, danke, danke, danke. So, ich verabschiede mich aber leider wieder, bin noch gesundheitlich etwas angeschlagen und muss mal wieder ins Bett. Rikon, vielen lieben Dank, dass du mitgeredet bist. Dankeschön für dein Follow. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und guten Nächtle. Junge, dieses Haus kaufen wir uns und dann machen wir daraus eine Villa Kunterbunt. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Da hab ich richtig Lust drauf. So, das haben wir. Wir spritzen ja erstmal ein bisschen, ne? Soll das Gemeindehaus werden? Ich. Ja. Danke und einen angenehmen Stream wünsche ich. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ey, das Haus gefällt mir wirklich sehr gut mit Thailand. Man kann da wirklich, ne? Pass auf, ich gehe. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, ob du das schon mal gesehen hast. Im Spiel. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie so eine Villa Kunterbunt, ne? Oh, da ist noch. Da muss ich noch hin. Ah, hier müssen wir auch. Okay. Nee. So. Kaufen, verkaufen, passt. So, wir gehen noch mal rum. Geh hin, passt es auch. Sehr schön. Da können wir eigentlich jetzt theoretisch rein in den Lachs, ne? Hier von unten rum rein hier. Na? Hier von hier rum. So, erster Raum. Wir kaufen die Tür. Flecken. Abreißen. Nee. Nee. Ja. So. Verkaufen. Na, mach mal zu. Flecken. So. Drei noch. Moment, da geht's raus.
Ist vielleicht der fleckig? Okay, der ist weg. Ah, den hat man ja abgerissen da. Okay. Hm. Da. So, haben wir. Bauen. Wo ist denn hier? So. Streichen. Ja, gibt aber auch schönere Farben, ne? Verkaufen. Oh. Verdammt. Denn wieso waren das sofort weg? Ja, egal. Hm, ob es ein Kinderzimmer wird? Aber das passt ja gar nicht mit dem Blau und den komischen. Oh nein! Der Rand oben sollte bleiben eigentlich. Das hätte es aber alles noch schlimmer gemacht. Spielhaus. Wunderschön sieht das aus, findest du? Weiß ich ja nicht. Weiß ja nicht. Ist es das Kinderzimmer? Auspacken. So, was haben wir da jetzt noch alles? Ja, das Bild ist super, ne? Der gute Krabby ist auch da. Boah, Bettel, 12 Monate schon, mein Lieber. 1 Jahr schon, Bettel. Oha. Da juckt mir direkt der Kopf. Bettel, danke schön für deinen 12. Monat Prime. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Danke, danke, danke. Also das Bild finde ich persönlich aber auch ganz geil eigentlich. Kappa. Eigentlich sind es schon 13 Monate. Hm. Was ist da passiert? Oh, ein Bagger. Danke auf jeden Fall, Bettel. Vielen, vielen lieben Dank. So. Quietsche-Ähnchen. Sind wir hier beim Autobahnpolizeisimulator?
Oha. Okay, der Frosch ist ganz cool. Was kommt hier hin? Und da müsste noch der Stock sein, jawohl. Kann ich damit auch spielen? Oh Mann. Das ist bestimmt. Ich hätte jetzt gedacht, das sind Bilder. Oh, eine Küche! Junge, was ist das für ein kleines Kind, ey? Das ist ein Baby? Der braucht aber auch wirklich keine Küche zum Spielen, ne? Naja. Okay, den Raum haben wir. Gucken wir weiter. Ja, Halleluja! Eieieiei, was ist denn hier? Ach, hier geht's raus. Machen wir erstmal den Flur, oder? Hä? Müll wahrscheinlich. Oh, alles volle Bauhelme! So. Das ist wahrscheinlich Müll, Müll. Kaufen, kaufen. Okay, das ist kein Flur.